Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abernacho. Ihr seht, ich bin immer noch da, wo ich aufgehört habe. Und hier sprinte ich jetzt mal einmal runter. Den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Weil das dachtet mal dann etwas später zu Ende. Ja, wie ihr seht, wir sind immer noch an der gleichen Ecke und ich muss jetzt runterlaufen. Hätte ich auch vorher machen können, ich Depp. Habe ich aber nicht. Und warum laufe ich jetzt ganz runter? Weil blödsinnig. Also versuchen wir das nochmal, indem ich mir jetzt hier erstmal ein Loch reinfräse. So, mal weg. Kann ich ja hinterher wieder schließen. Wo ist denn meine Axt? Dort. Also eigentlich dort, wo sie hingehört. So. Das kann ich mal wieder in Planken umwandeln. Oh gut. Hier. Ich glaube, dafür brauche ich auch noch vier. Kriege ich das komplette Material zurück? Ich meine ja, ne? Ja, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir die Jingles. Das heißt hier. Hier. Nee. Und hier. Wir puzzeln jetzt. Nein, machen wir nicht. Mach weg. Sehe ich ja später. So. Ah. Habe ich ja vergessen. Die reichen doch nicht. Das heißt, ich muss erst die Seiten. Ja. Ich muss erst die Seiten machen und dann, weil ich muss hier noch ein bisschen mehr dran machen. Und dann reicht nicht. Eine Sekunde mal. Und schon ist er wieder da. Das ging fix, wa? So, jetzt laufe ich hier mal einmal rum. Und dann werdet ihr. Ha. Jetzt gleich verstehen, warum ich mir das so gedacht hatte. Warte mal, einmal kurz was gut an. Ich kann so richtig schön abwärmen, ne? Wie schön. Das freut mich doch. Ist generell, ne? Also so von der Fläche her ist das dort schon ordentlich groß. Wenn ich das umzäunen will, dann brauche ich viel, viel Material. Glaube ich. So. Den darfst du auch mal trinken. Dann habe ich ein Glas für was später. Und das kann dann dorthin und das kann... Quatsch. Das kann so und das kann so. So. Weitermachen. Ach, schlaues Kerlchen, Abo. Schlaues Kerlchen. So. Den mache ich nämlich dann... Warum habe ich den jetzt gedreht? Warum genau habe ich den jetzt gedreht? Und ich mach's direkt wieder. Nein! Lass den Scheiß. So, und jetzt darfst du drehen. Ja, bitteschön. Aber nicht so rum. Genau. So rum. Und so rum. Und... Ist das jetzt richtig? Ja. Und, ja, kommt hin. Und so und das ist ein unterm Balken. Ja, das kommt hin. Das ist gut. Wie kriege ich denn den jetzt zu? Wahrscheinlich nur von oben, weil ich so ein ganz schlaues Kerlchen bin. Das, nein. Tatsache. Da komme ich von hier aus gar nicht ran. Na, ganz schlaues Kerlchen, aber ganz schlau. Ah, ganz schlaues Kerlchen, aber ganz schlau. Ja, von hier aus komme ich dran. Den mache ich jetzt nur einmal zu, weil zu der Zeit, aus der das Haus stammt, so rein optisch gesehen, gab es ja noch gar keine Jingles. So was hat es da noch gar nicht gegeben. Und, oh, das wird aber so nix. Da muss ich mir eine Leiter hochbauen. Ach du Schande. Ich habe auch nicht mehr genug von den Zeugs. Also, dann machen wir jetzt Folgendes. Jetzt machen wir einmal so. Nehmen wir so einfach mal mit. So, und wenn ich... Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schlau war. Nein, nicht wirklich. Weil den werde ich auf jeden Fall schließen müssen. Sonst komme ich da
komme ich da ja gar nicht mehr ran. So. Ich glaube, das muss ich generell. Was habe ich denn hier gemacht? Generell machen, ne? Dass ich die. So, der ist ja immer einfach dann, aber. Wie plane ich denn? Warte mal. Ich muss das mal etwas anders machen. Machen wir so. Dann darfst du weitermachen. Dann gibst du sie mir halt wieder. Dann kann ich nämlich auch schließen. Na? So ist fahren. So. Und jetzt machen wir das nämlich ganz einfach. Naja. Geht doch. Dass wir in der Höhe jetzt einfach mal weitermachen. Und dann Reihe für Reihe. Ich glaube, dann funktioniert das. Glaube ich. Okay. Okay. So und so. Edge. Dieses Mal war ich schlauer. Mach halt zu. Fertig ist der Lack. So, und dann ziehen wir die nächste Reihe darunter. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich diesen Überhang bei den Balken haben wollte. Weil, wenn das gleich zu ist, dann seht ihr das nämlich. Also, zumindest besser, als ihr es jetzt sehen könnt. Warum mache ich das jetzt so, ich Depp? Du weißt doch, dass das falsch ist. Warum machst du das? Der muss doch so. Sonst, falsch. So. Dam. Du kannst mich doch auch mal. Aber sowas von eine fiese Katzen. So. Ich hoffe, ich kriege die Seite noch fertig, dass ihr seht, wie es aussieht. Das wäre mal schick. So. Und dann muss ich nämlich die Seite erstmal nochmal annehmen, dass ich... Oder ich mache einfach 4, 6 neue Friends, was ich da halt brauche. Genau. So, weitermachen. Und weitermachen. Nein. Nein. Los, hingehen. Einmal durch die Tür. Die momentan halt noch da ist als Tür. Das hier ist zu tief. Da komme ich ja gar nicht hin. So, einmal runtertackeln. Und jetzt mache ich dich. Gehst halt hier hin. So, bitteschön. Ah, der ist fertig, wie schön. Bitteschön. Ganz schlaues Kerlchen. Den darf ich jetzt erstmal wieder abnehmen. Weil da oben drauf sind jetzt halt Jingles. Und das will ich ja nicht. An sich würde ich das schon gerne doppelt machen. Und zwar so, wie ich das drin habe. Das ist halt nur jede zweite Reihe. Ja, dass da so Bohlen. Halt nur nicht als Bohlen, sondern eben als Dachlatten. So rein optisch. Aber das geht leider nicht. So. Na, so ist fein. So, und dann mache ich gleich hier unten die Seite nochmal zu und dann, nein. Lass das. Geh nach oben. Los. Höher, höher, noch höher und raus. Und jetzt hör mal auf, da runter zu fallen. Alter, bist du besorgen, oder was? Mal ehrlich. Laufen ist nicht gut. Lass das. Alles dicht, okay.
Ich glaube, das könnte generell ein klein wenig schwierig mit meinem Platz hier werden. Ah, gucken. Ich glaube, das hier, das reicht nicht, dass ich da ordentlich arbeiten kann, ohne alle 5 Meter runterzufallen, wie man gesehen hat. War das ja jetzt schon was schwierig. Oh. Na nee. Ernsthaft? Habe ich so viele Platten verbraucht? Das geht ja mal gar nicht. Na gut, wenn ich dazu mache, dann könnte das wieder funktionieren. Dann muss ich hier nur einmal so machen. Jo. Ha, schön. Mach dich da einmal rein. Dort und dort und dort und dort. Und fertig. Sehr schön. Schön aufpassen. Wo bin ich? Da bin ich. Das ist schon doof, wenn man sich fragen muss, wo man eigentlich ist. Ja. Meistens weiß man das ja. Mitten in der Apokalypse, wo ganz viele Freunde auf dich warten und auch ganz gerne mal unverhofft auftauchen und Hallo sagen. Was nicht immer erwünscht ist. Gerne mal so zwischendurch, ja, aber jetzt habe ich ihn richtig. Heißt dort und dort und dort und dort. So, einmal schließen. Und ja, war eigentlich doch ganz gut, dass ich die unten hingesetzt habe, sonst wäre ich ja hier jetzt gar nicht rangekommen. Den Rest, den kann ich ja eigentlich auch von oben machen, oder? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Ist doch in Ordnung. So, da setze ich jetzt mal. Wer sitzt denn da jetzt? Ich glaube, der muss da jetzt natürlich hin. So, mehr kann ich von hier unten nicht machen. Und das heißt, ich kann den ganzen Kram schon mal abnehmen. Bis da vorne hin. Nicht ganz. Aber ja. Machen wir mal bis hier. Und ja. Mal gucken. Da habe ich schon richtig. Warum habe ich denn das hier nicht so weit durchgezogen, ich Depp? Jetzt kriege ich doch hier Probleme. Weil ich kann jetzt ja hier nur bis hierhin machen. Abo. Ja, ich kann euch jetzt aber schon mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich jetzt schon mal unten bin. Ja. So würde das jetzt mal aussehen. Zum großen Überhang drinne. Und auch an der Seite ein bisschen Überhang, der liegt halt auf den Holzbalken drauf. Und hier wäre der Holzbalken bzw. der Dach und der Holzbalken quasi ineinander verkeilt und verarbeitet. Also ineinander verkeilt insofern, dass das Dach halt nicht wegrutschen kann. Ja, so hatte ich das jetzt mal gedacht, so rein geschichtlich. Ist ja jetzt glaube ich auch zu sehen. Können wir nochmal nach oben gehen. Ich muss ja sowieso nochmal nach oben und Hallo sagen, weil nicht fertig. So. Mach halt. Ach so. Könnt ihr jetzt ja da gar nicht mehr sehen, weil ich habe ja schon weggemacht, ich Depp. Ah. Ich sehe jetzt hier gerade nicht, was ich tue. Das ist gerade mal schwierig. Und vor allen Dingen, ich habe hier noch vergessen. Habe ich den jetzt richtig? Ja. Hier habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ich Depp. Warum habe ich den jetzt gedreht? Antwort? Keine Antwort. Habe ich wieder.
Haha. Boah, dieses Umdenken gerade, ne? Dieses Querdenken. Jetzt habe ich auch ein bisschen Lauffläche. Dankeschön. Nee, hier muss ja auch noch einer rüber. Was schon. Dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Das machen wir jetzt mal so. Dann habe ich ja noch ein paar. Ist ja nicht das Schlimmste. So, Tür, fertig. Ja, also ihr seht, hier drin ist das Ganze quasi verkeilt. Ja. So ist das jetzt einfach mal gedacht. Einfach nur, damit es halt, auch wenn oben an der Spitze irgendwas ist, das hat hier halt nicht so ein Zuggewicht hat. So, so habe ich mir das jetzt mal gedacht. Es muss ja irgendwie gebaut werden und meistens wird halt von unten nach oben gebaut. Und deswegen, gut, normalerweise kommen hier natürlich auch ordentliche Dachlatten rein, dass hier erstmal ein Dachstuhl entsteht, bevor hier bla bla, bla hast du nicht gesehen. Ich würde meinen, damals war das allerdings eher so, dass man weniger Dachlatten gehabt hat, sondern eher aufgesetzt hat das Ganze. Also quasi so Platten draufgesetzt. Würde ich jetzt mal so meinen. Kann ich aber nicht beschwören. So richtig. Habe ich irgendwie gerade nicht. Der glaube ich schon, ja. Aber der, glaube ich, ist so richtig. Und dann brauche ich auch den da. Also hier dachte ich noch schöne Farben. Dann drehe ich mich um, brauchst du nicht sehen. So nach dem Motto. So, und dann mach einfach mal so, dann sehe ich das auch. Ja. Und dann so, so und so. Ja, so ist doch richtig. Also auf der einen Seite ist er halt verkeilt, auf der anderen Seite liegt er halt auf. Ja, so habe ich das jetzt mal gedacht. Und ich glaube, das funktioniert optisch auch. Und jetzt muss ich nochmal gucken, da waren jetzt, nicht, dass ich jetzt die Höhe verpeile. Das wäre nicht so gut. Ja, ja. Okay, und okay. Ich glaube. Das ist die Fenster. Oh ja. Da kann ich noch. Komme ich denn da ran, ohne mir weh zu tun. Ich glaube, hier ist er dann richtig, ne? So, das ist hier ein drunter. Ja, so ist richtig, genau. Nicht auf dem Fenster, sondern über die Fenster. Ja, das ist korrekt. Richtige Höhe. Das ist tatsächlich nicht, finde ich zumindest, nicht immer so ganz einfach. Das ordentlich so hinzukriegen. Es kann aber auch tatsächlich an mir liegen, dass ich da einfach ein bisschen zu höher im Kopf bin. So. Das ist natürlich sehr gut möglich. So, so und so. Ich wollte ja immer eine Reihe machen, weil einfacher. Genau, so war das doch. Und jetzt wird wieder lustig. Hier fehlen mir noch zwei Stück. So, einmal zumachen. Einmal hin und einmal zumachen. So passt das. Ja, hat mir Tomino geschrieben,
Da soll mal einer sagen, es gibt keine neuen Designs in 7 Days. Ja, ich glaube, so ein Dach gibt es dann auch noch nicht. Also Spitzdach natürlich. Aber das in der Form halt aufzubauen, in der Optik, glaube ich auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es das auch doch schon. Ist ja gut möglich. Will ich aber gar nicht abschreiten. Ich bin ja nicht der Einzige, der am Bauen gerne baut und entsprechend auch Ideen hat. Da gibt es ja noch viele andere kreative Köpfe. Denke ich zumindest. Ja, denke ich schon. Ich denke, das kann man durchaus ohne schlechte Gewissen behaupten. So. Aber meine Ideen sind ja, glaube ich, auch nicht so schlecht. Darum zumindest immer für lustige Ergebnisse. Denke ich. Und das ist ja auch schön. Freut man sich dann. Schwitzen da unten. Geh halt nach da oben. Und so ist richtig. Ja. So ist richtig. Und da muss ich jetzt schon wieder Holz hier angehen. Ich glaube, dann mache ich dann vor der nächsten Aufnahme, dass ich mal ein bisschen Holz schlage noch. Mein Gehört zwar zu, aber haben wir jetzt ja reichlich gehabt. Ente. Ente. So, was haben wir denn hier? Nicht genug. 248. Nee, da werde ich gleich noch ein bisschen Holz schlagen gehen. Wir haben sowieso die Folge rum, sehe ich gerade. Vielleicht beende ich dann dieses Jahr auch. Und hier auch den Überhang. Vielleicht. Obwohl, dürfte lustig werden zu sehen, wie ich das dann nach oben mache. Und wie oft ich runterfalle. Ah, wenn mir das von oben passiert, ist das nicht gut. Aber ich denke, dieses Stück, das werde ich dann noch beenden. Eben. Und dann ist gut. Nein. Cool. Das kann ich ja schon mal mitnehmen. So. Aber, jetzt gehe ich erstmal runter. Da brauche ich kein Loch mehr. Dann wieder zu. Sehr schön. Ja, und jetzt mache ich erstmal eine schöne Pause. Ich werde dann aber auch definitiv... Was will ich da dran? Ja, mal gucken. Ich habe ja noch ein paar Stunden Zeit. Ich kann ja noch ein bisschen Holz jagen. Aber wie gesagt, das mache ich dann jetzt kurz im Anschluss. Und dann stören wir uns, denke ich mal, in der nächsten Folge wieder. Am nächsten Morgen, dann machen wir das Dach noch eben fertig. Und ich glaube, dann ist das von außen fertig. Da oben noch eine Decke einziehen und dann Inneneinrichtung. Das heißt, wir müssen uns noch ein paar Sachen besorgen. Ein paar Sachen können wir uns so craften, aber halt nicht die schönen Sachen, die klauen wir uns einfach mal. Ja, leihen wir uns aus. Also, bis dahin, ich wünsche euch was. Bye bye.